Hey Leute, es gibt mittlerweile so unendlich viele Filme auf dieser Welt. Und mittlerweile gibt es ganze Filmreihen, die richtig viele Fans haben. Es gibt sogar mittlerweile Fans, die diese Filme so genial finden, dass sie sagen, hey, sowas möchte ich auch machen und möchten dann eben das gleiche nochmal drehen, bloß als Kurzfilm oder vielleicht sogar eine eigene Version davon, die sie auf YouTube hochladen. Dass so Fanfilms natürlich nicht so professionell sind, ist natürlich klar, weil sie haben natürlich kein ganzes Studio, das hinter ihnen steht und müssen die Effekte selber machen und müssen die Kulissen selber organisieren und dementsprechend werden diese Filme nicht richtig gut, klar. Aber es passiert auch hin und wieder mal, dass ein Fanfilm sogar richtig krass gemacht ist, indem die Effekte wirklich mega hammergeil ausschauen und prinzipiell der ganze Film ziemlich professionell ist. Und ich habe in den Weiten des Internets mich einfach mal umgeschaut und mittlerweile gibt es ja so viele Fanfilme und ich werde euch jetzt einfach mal die 5 besten Fanfilme vorstellen, die ich gefunden habe. Viel Spaß! Nummer 5. Dragon Ball Z The Fall of Man. Den Film fand ich eigentlich ziemlich interessant. Er hat über fast 30 Millionen Klicks und geht sage und schreibe fast 30 Minuten. Produziert wurde er von dem Kanal Black Smoke Films und kam laut den Bewertungen ziemlich gut an. Man muss natürlich mit einberechnen, dass die Effekte, die hier zu sehen sind, natürlich nicht studioreif sind, sondern alle selber gemacht. Aber dafür, dass die alle selber gemacht sind, sieht das schon echt verdammt gut aus. Natürlich, was ich noch sagen wollte, alle Filme, die ich hier zeige, sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, damit ihr euch sie auch nochmal anschauen könnt. Platz Nummer 4. The Legend of Zelda Link's Shadow. Produziert von dem Kanal Corridor. In diesem kleinen Kurzfilm soll es darum gehen, um Links Schatten eben, also Schattenlink. Und die haben sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben, Schattenlink richtig gruselig aussehen zu lassen und versucht, einen Mittelalter-Stil hinzukriegen, was sogar ziemlich gut gelungen ist, muss ich sagen. Also hätte ich persönlich echt nicht erwartet, dass das so krass wird. Und die ganze Atmosphäre von The Legend of Zelda war dort tatsächlich auch zu spüren. Also Props gehen raus an Corridor, muss ich sagen. Nummer 3. Harry Potter Chronicles. Produziert von dem Kanal Sir Render. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. In dem Film soll es darum gehen, dass Lord Voldemort vor über 15 Jahren gefallen ist und der Frieden herrscht tatsächlich seit über 15 Jahren schon wieder zwischen den Zauberern. Jetzt wurde irgendwie ein magischer Gegenstand entdeckt, der ziemlich mächtig ist und ein paar Todesser haben versucht, das trotzdem für sich zu beanspruchen und die Jagd nach diesem wertvollen Gegenstand beginnt. Die Zauberereffekte sind hier ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon einige Harry Potter Filme gesehen. Es gab sogar ein Harry Potter Teil, also ich rede jetzt natürlich von Fanfilme, weil die normalen Teile alle, die es so gibt, die habe ich alle angeschaut. Sogar Fantastische Tierwesen Teil 1 und 2. Aber ich meine, da gibt es sogar einen Fanfilm, der über 1,5 Stunden geht, also fast 2 Stunden sogar. Und ich dachte mir, Leute, man kann es auch übertreiben. Aber auf jeden Fall war dieser Film kurz und knackig und ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Die Effekte waren echt krass. Also es hat mich echt schon fast schockiert, weil ich mittlerweile weiß, wie schwer es ist, Effekte zu machen. Und das sieht wirklich genial aus. Und deswegen gehen Props auch noch an diesen Film raus. Habt ihr sehr gut gemacht. Nummer 2. The Division von Davin Supertramp. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Davin Supertramp habe ich mittlerweile abonniert, weil der Typ macht richtig krasse Filme. Der hat schon sämtliche Real-Life-Filme über Assassin's Creed gemacht, über Teil 3, 4, Syndicate, Unity, über den 1er. Der macht gerne immer so Parkourlauf-Dinger, die er gerne filmt und auch prinzipiell macht er sehr, sehr geile Videos, also wirklich hochqualitative Videos. Und ich bin schon selber, kann man fast sagen, ein Fan von ihm. Und dann hat er mal irgendwann den Film The Division gemacht und hat sich da richtig Mühe gegeben. Anscheinend wurde sogar hat er eine Straße sperren lassen und da kaputte Autos draufgeschoben oder sonst was, damit es alles diese The Division-Atmosphäre kriegt und hat sich da total die Mühe gegeben. Und der Film ist auch richtig, richtig gut geworden, muss man sagen. Deswegen echt heftig. Kein Wunder, dass der das auf jeden Fall auf meine Liste geschafft hat. Und den Typen müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und jetzt kommen wir zum wohlverdienten Platz 1 und das ist natürlich nichts Geringeres als Star Wars, ein Film über Darth Maul, produziert von T7 Pro. Falls ihr T7 Pro nicht kennt, ihr kennt doch sicherlich den YouTuber Julian Bam. Und der hat einen Bruder namens Sean. Und der Bruder hat den Kanal T7 Pro. Und der hat über ein Jahr lang, oder ich glaube sogar länger, an dem Film Darth Maul produziert. Denn er musste tatsächlich jedes einzelne Bild pro Sekunde, das heißt jeden einzelnen Frame, bearbeiten und einen Leuchteffekt hinzufügen, damit das Laserschwert natürlich leuchtet. Und zwar jeden einzelnen Frame den ganzen Film über. Wisst ihr eigentlich, was das für eine krankhafte Arbeit ist, das alles zu bearbeiten? Und er hat über ein Jahr gebraucht, verständlich. Und daraus ist ein fast 20-minütiger Film geworden.
über Darth Maul. Und der Film sieht halt natürlich auch übel krass genial aus, muss man sagen. Also echt, Props gehen da definitiv raus. Ich glaube sogar zu wissen, dass er dafür sogar einen Preis gewonnen hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf auswendig, aber ich glaube zu wissen, dass er da sogar echt mal einen Preis dafür gekriegt hat. So Leute, jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende angelangt. Schaut euch gerne mal die Filme ein bisschen an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die euch gefallen werden. Wenn du nichts mehr verpassen willst, kannst du natürlich auch sehr gerne abonnieren, denn dann verpasst du auch kein Video mehr. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du von so Fanfilmen hältst und ob du selber schon mal einen Fanfilm gesehen hast, der vielleicht nicht auf der Liste war, der aber auch ziemlich genial ist. Und wer weiß, vielleicht drehe ich ja mal irgendwann sogar einen Teil 2, denn Fanfilme gibt es wie Sand am Meer. Also haut rein, bleibt fresh und ich wünsche euch auf jeden Fall noch was. Wir sehen uns das nächste Mal.